Der Berliner Designer Michael Michalski hatte in den Friedrichstadtpalast geladen und alle kamen. Mehr als 1000 Gäste wollten sich dieses Fashion-Event nicht entgehen lassen, unter ihnen viele deutsche Promis. Ich liebe Mode und ich bin froh, dass Berlin jetzt so, ja, dass es so langsam wächst und so spannend wird. Also wir sind noch nicht fertig, uns zu verändern, aber es entwickelt sich immer besser. Ich finde, die Fashion Week wird auch von Mal zu Mal besser. Hinter der Bühne laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nicht nur auf dem roten Teppich hat der Modemacher eine große Fangemeinde. Auch internationale Topmodels mögen Michalskis Mode. Sehr schön, es ist immer sehr aufregend zu sehen, weil das ist jedes Jahr anders. Es ist sehr abwechslungsreich und es ist wirklich immer sehr spannend zu gucken, was sie mal ausgedacht hat. Alltagstaugliche Kleidung gehört bei Michalski zum Standard. Aber auch der Luxus kommt nicht zu kurz. Die Abendgarderobe besticht durch fließende Stoffe und Leichtigkeit. Das gigantische Bühnenbild soll eine Stadt in Zeiten der Krise darstellen. Ein Thema, das Michalski auch auf seine aktuelle Kollektion bezieht. Ich möchte gerne Sachen kreieren, die von vielen Leuten das Lieblingsstück werden kann. Das heißt, nicht Sachen, die ich unbedingt nach 2 Wochen in eine Mülltonne haue. Dann glaube ich, dass die Leute Sachen suchen, in denen man die Weltwirtschaftskrise überleben kann und durchleben kann. Und das versuche ich heute hier ein bisschen zu zeigen. Blumen finden sich als auflockendes Detail auf vielen Entwürfen. Ein wippendes Silberkleid erinnert an die Charleston-Ära. Ein Blickfang sind auch die Punktmuster. Wenn es nach Michalski geht, tragen Männer im nächsten Sommer Hochwasserhosen. Dem Publikum hat es offenbar gefallen. Mir hat es total gut gefallen. Ich bin jetzt kein Connoisseur, muss ich sagen. Es ist die zweite Fashion-Show meines Lebens. Aber ich fand das toll, weil ich sehr weiblich fand, die Kleider und tolle Schuhe. Ich fand es ganz schön. Auf der anschließenden Party im Friedrichstadtpalast gibt es Glückwünsche für den Designer. Grund genug also zum Feiern. Und das haben die Gäste auch bis in die frühen Morgenstunden getan.